Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge der satanischen Musik- und Medienagenda. Heute mit der Folge Nummer 7 bezüglich die Macht der Musik. Und wir fangen genau da an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und aufgehört haben zuletzt mit dem Wunsch, dass ihr bitte eure Bibel lesen mögt. Und wer hat das gesagt? Tja, der Jörg. Moin, moin. Jo, moin, moin. Entschuldigung, mein Mikro ging nicht gleich auf den ersten Knopf rein. Ich bin abgerutscht. Das kann mal passieren im Eifer des Gefechts. Ja, ich habe mir hier nebenbei noch einen kleinen Ventilator angemacht. Das Geräusch dürfte aber nur minimal zu hören sein, dürfte nicht echt stören. Aber mit über 30 Grad draußen, denke ich, kann man mir das verzeihen oder nachsehen, dass ich nach 11 Stunden Arbeit im klimatisierten Taxi mir hier abends ein bisschen Luft zufächer. Weil wenn ich das nicht mache, dann schlafe ich innerhalb von 5 Minuten ein. Da mag die Sendung noch so spannend sein, aber dann... Ich wollte gerade sagen, kann auch am Inhalt liegen, ne? Ja, also. Nee, es liegt nicht am Inhalt. Aber weißt du, es ist ja auch so, die Nächte sind in der letzten Zeit so heiß hier, man kann ja gar nicht mehr richtig durchschlafen. Meine Kollegen haben dasselbe Problem. Also wir schlafen vielleicht 4-5 Stunden am Tag. Und wenn du dann tagsüber nicht schlafen kannst, sondern die ganze Zeit Kaffee trinken gehst, weil du zu wenig Leute verfrachtest im Taxi... Dann wird man halt mal müde, sicher bei der Hitze, ne? Von daher habe ich mir den Bläser hier angemacht, aber ich glaube nicht, dass das Geräusch besonders stört. Ich habe es mit meinen Lesungen schon mal gehört, da nervt das eigentlich gar nicht. Solange es keine Bläser mit Ä sind, ist das alles so gut. Nein, es ist ein Ventilator, so ein Stabventilator, der sich dreht und hier mal ein bisschen Luft zufächert. Ja, zu der Musikagenda. Wir kommen ja jetzt im Grunde zu dem Ding, was ich eigentlich von Anfang an schon gedacht hatte, was so interessant sein würde. Nämlich nicht nur, dass die ganzen Interpreten, die wir ja in den letzten 100 was weiß ich was Folgen besprochen haben, natürlich eine satanische Agenda vervollständigen, dass diese Interpreten im Grunde nichts weiter sind als das Sprachrohr Satans. Ich hoffe, das haben viele Leute gut verstanden, dass diese Interpreten nun nichts anderes sind als, die stellen sich dahin, als wären sie Satan. Ja? Das hört man manchmal eben auch an den Dingen, die sie sagen. Und genau deswegen ist die Beeinflussung eben so groß. Es sind wirklich dunkle Geister, dunkle Kräfte, die da wirken. Nur diese Kräfte wirken nicht nur durch das gesprochene Wort, also das, was diese Interpreten singen, sondern die wirken vor allen Dingen eben auch durch die Noten, die gespielt werden und den Klang, der erzeugt wird und die Schwingungen, die damit einhergehen. Und das ist genau das, was Michael jetzt hier auseinandernimmt und das auf jedes Musikgenre zupasst. Wir waren ja, glaube ich, schon bei der Instrumentalmusik angekommen. Und das finde ich unglaublich interessant, weil ich habe letztens einen Leserkommentar gehabt, der meinte, ja, Instrumentalmusik, das ist doch gut, da ist doch nichts Schlimmes dran. Da habe ich gesagt, Junge, warte mal auf die Sendung 160 Plus und guckst dir dann an. Und die Leute auf BitChute können das natürlich schon eher sehen, weil da lassen wir eine ganz bestimmte Gruppe erstmal aus, machen dann einen Sprung und da sind diese Folgen bereits online, da kann man sich das da anschauen. Aber das ist natürlich auch veraltet, wenn ihr das hier auf YouTube seht. Also von daher, BitChute ist den Leuten immer einen Sprung voraus in der Hinsicht. Aber den Punkt, den ich machen will, ist nur, die Verführung des Teufels ist so enorm, dass sie nicht nur zu tun hat mit dem gesprochenen oder gesungenen Wort in den Texten von diesen Interpreten, sondern dass sie sogar über die Töne und über die Schwingungen und Frequenzen, über die sich das verbreitet gehen und unseren ganzen Körper vereinnahmen. Das finde ich ein unglaublich wichtiges Thema. Da kommt eben auch gerade Instrumentalmusik zu Pass, weil da wird ja eben nicht gesungen. Da arbeitet der Teufel eben nur mit den Melodien, die von Gott gegeben zwar sind, aber die er sich hier zu eigen macht. Und wie alles auf dieser Welt kann man die Dinge zum Guten oder zum Schlechten gebrauchen. Musik, meine lieben Brüder und Schwestern, ist nichts Schlechtes. Aber Musik, wie sie der Satan uns verkauft, das ist schlecht. Und das decken wir hier auf, ganz besonders aufgrund von Michael seiner unermüdlichen Recherchierarbeit. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten, sondern freue mich, dir eine weitere Stunde und danach noch bei einer zweiten Sendung noch eine weitere Stunde zuhören zu dürfen und freue mich auf die Sendung, Michael. Dann leg mal los. Ja, ich freue mich auch und ich soll dir auch schöne Grüße von Miss Marple bestellen, die gerade hier parallel noch zugeschaltet war, beziehungsweise noch mit mir Dialog geführt hat. Also die grüßt dich auch ganz schön und die freut sich auch immer auf die neuen Folgen. Ja, die kannst du ja fragen, ob sie zum Gespräch dabei kommen will. Dann kann sie ja teilnehmen an dem Gespräch hier, wenn sie das möchte, ne? Kannst du ja immer einladen. Ne? Und für mich, weißt du, war es eine völlige herausragende Geschichte und eine totale Herausforderung, mal ganz andere Musik zu beleuchten. Ich kann ja nicht immer nur die ganzen offensichtlichen Dinge machen.
und die relativ neuen Sachen, die werden ja schon von anderen Menschen beobachtet und verhackstückt. Also warum nicht mal Dinge machen, wo vielleicht sich noch gar keiner Gedanken drüber gemacht hat, denn es ist ja eben nicht nur der Text, sondern es sind noch ganz andere Botschaften, die da halt eben dann zu Pass kommen. Und das war für mich halt der ausschlaggebende Faktor zu sagen, nee. Wenn die ersten Lieder überhaupt im Himmel gespielt worden sind und wenn die ersten Stücke, die wir kennen auf der Welt, wenn die dann auch einen religiösen Hintergrund haben, was wir ja schon gehört haben, dann, also dieser Lipit Ishtar, dann ist es doch so, dass der Ursprung dessen eigentlich Lobpreis ist. Und wenn der Ursprung dessen Lobpreis ist und wir leben in einer satanischen Welt, ja, was soll das denn sein für ein Lobpreis, den die Menschen darbringen für die Menschen, weil sie wollen ja erfolgreich sein, für die Mehrzahl der Menschen, die sowieso im antichristlichen Geist unterwegs ist. Also muss es doch ein Lobpreis sein auf Satan. Und da klammert sich doch die Instrumentalmusik und solche ganzen Sachen doch gar nicht aus. Also müsste man doch mal genauer dahin schauen. Und das tun wir genau ab jetzt in der nächsten Folge, die jetzt anfängt. Genau. Folge 163, Teil 7. Wir waren letztens hängen geblieben sozusagen bei dem Zarathustra und bei der Gruppe Frankie Goes to Hollywood, die uns hier völlig reingeschneit ist und ich erstmal überlegen musste, in welchem Kontext die stand. Es ging darum, dass ich gesagt habe, auch in Filmmusik, beispielsweise von Stanley Kubrick 2001, da war ja eben das Titelstück von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, und der ist wiederum der Initiator der zoroastrischen Religion, zu Deutsch. Und der bezieht sich jetzt dann auch noch auf ein Buch von Friedrich Nietzsche, weswegen wir dann auch schon wieder bei der Philosophie gelandet sind. Also da kann man mal sehen, wie die ganzen Sachen miteinander zusammenhängen. Alle gegen Gott, alle gegen Jesus Christus. Und so sieht die Geschichte dann aus. Und letztens fiel mir das noch nicht so unbedingt ein in der letzten Folge. Und ich habe heute witzigerweise dann auch noch eine Folge moderiert von David Bowie, wo dann auch noch die Frage kam, ja, wie hieß denn nochmal der Computer bei 2001? Und der heißt eben HAL. H-A-L. Hell. Also geschrieben H-A-L und gesprochen wie die Hölle. Was ein Zufall. Ist eben keiner. So, und bei Frankie Goes to Hollywood, um eben den Sprung jetzt zu schaffen von 2001, Zarathustra, Nietzsche und eben dem Übermenschen, da gibt es eben bei der Maxi-Single von Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood, ich gebe zu, dieses Skript ist an dieser Stelle nicht chronologisch, nicht in der chronologischen Reihenfolge. Da gibt es eben genau diese Geschichte hier, dass da ein Zitat bewusst wird von Friedrich Nietzsche. Das hatten wir schon in der letzten Folge und deswegen gehen wir mal flockig weiter. Es wird eine sehr bunte Lesung, kann ich schon sagen. Es wird eine sehr bunte Lesung, nämlich aus dem Geburt der Tragödie. Denn Nietzsche hat ja gesagt, Gott ist tot, und dann hat ein paar Jahre später Gott ihn eines Besseren belehrt. Und nochmal, nur zwischengeschoben, mal zum Auflockern, bitte pausieren hier. Ja, Musik ist immer, wie gesagt, nur eine Illusion, denn der Musiker oder die Band steht eben nicht im Wohnzimmer und musiziert auf Instrumenten, sondern die wird aus der Konserve geholt, wie so eine Büchse Ravioli. So, und Illusion ist eben Mockery oder Deception, also eine Verführung. So viel dazu. Und wer das besonders gut machen kann, dass Musik nur eine Verführung ist oder nur eine Illusion, wie heißt es denn auf Englisch? Nur eine Illusion. Da gibt es eine Gruppe. Die heißt Imagination. War ganz bekannt am Anfang der 80er Jahre und die haben einen Riesenhit gehabt, der heißt Nur eine Illusion. Ist kein Instrument. Just an Illusion. Ja, und jetzt schau dir doch mal rechts diese Säule an. Rechts. Ich fand die das Säule, so schön für ja. Diese Sendung. Und dann diese Römerkleider, die normalerweise wahrscheinlich in Rot-Schwarz sind. Naja. Ja, so sieht die Geschichte aus. Also das war jetzt, okay, also. In der Hitze der Nacht, sagt doch. In der Hitze der Nacht passt super, denn unsere Miss Marple hat gerade gesagt, ihr ist es im Augenblick zu warm. Sie muss noch in der Küche einiges machen und das kann ich gut verstehen. Mir wäre es im Augenblick auch zu warm, wenn ich da jetzt irgendwie oben hocken würde. Zum Glück bin ich hier im Augenblick parterre. Also machen wir weiter. Das war jetzt nur zum Auflockern hier mit Imagination, damit man sieht. Also auch so ein Plattencover kann einiges hergeben, ne? So die Klaviertasten und die Säule, wo die Schlange nur darauf wartet, die Illusion perfekt zu machen. Nun ja, geht mal weiter jetzt. Dieser Pleasure Dome, der jetzt über die Verbindung 2001, Also sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche und Welcome Goes to Hollywood jetzt hier läuft, ist interessant, denn guck mal hier, welcher Regisseur sich dessen jetzt da angenommen hat. The Inauguration of the Pleasure Dome. Herr Kenneth Anger, den kenne ich doch, da war doch mal was, und zwar in dem Ägypten-Skript mit Lucifer Rising.
Das ist ein viel, viel älteres Lied, beziehungsweise es ist ja nun gar kein Lied, es ist ja ein viel älterer Film von ihm, Inauguration of the Pleasure Dome. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt kein Zufall, dass wir jetzt die Verbindung haben von Philosophen, von Musik und auch von Film. Denn das ganze Ding heißt ja jetzt hier nun mal halt zum einen Medienagenda, nicht mehr Musikagenda. Mittlerweile fluktuiert der Titel jetzt hier von Genderagenda auf Musikagenda, jetzt auf Medienagenda inzwischen schon. Und das Ding heißt immerhin die Einweihung des Lustdomes. Nur mal ganz kurz, damit ihr mal seht, das ist eine sehr, sehr bunte Lesung und ihr wisst auch gleich in 5 Minuten, warum. Das ist wiederum eine heidnische Reminiszenz an Luzifer, kann man nicht anders sagen. Also wenn er noch existieren würde, aber der Job ist ja nicht mehr zu haben, der Job ist ja letzten Endes nicht mehr da. Und der Kenneth Enger hat ja auch so furchtbare Sachen gehabt, wie zum Beispiel diese Invocation of My Devil Brother mit der Familie Jagger von den Rolling Stones und auch jetzt zum Beispiel Lucifer Rising. Alles eine kultische Aufarbeitung von Zeremonalien. So, und in der zweiten Version von diesem Teil, der ist nämlich mal nachvertont worden, das hat auch noch eine spezielle Eigenschaft. Hier ist mal ein Ausschnitt davon, wo eine Dame in einem Vogelkäfig sitzt, ne? Wo also die quasi auch mental eingesperrt ist, in so einem Vogelkäfig. Ne? Da kann die dann noch singen. Ja, Vögel singen ja vor allen Dingen im Käfig, wenn die singen können. Und jemand anders, der die vollkommen klasse fand, war beispielsweise die Familie, die eine besonders tolle Party in Anfang der 1970ern gemacht hat. Ja, das muss ich das ja sagen, wer das gewesen ist. Ja, mit diesen komischen Geschichten da jetzt, mit diesen Hüten und so weiter und so fort. Das war die Familie mit dem roten Schild, die eigentlich Bauer heißt, also Rothschild. Ja, die fanden also dieses Thema mit den Eingesperrten und mit den ganzen Masken und den Äpfeln fanden die ganz toll. Und Kenneth Enger ist in solchen Kreisen hochgepriesen, denn er macht genau die Filme in dem entsprechenden Mindset. Dieser Film nimmt eben den Namen Pleasure Dome vom Samuel Taylors Coleridge atmosphärischem Gedicht Kubla Khan. Dieser Herr Coleridge wurde, wie kann es anders sein, als Sohn eines Pfarrers in St. Marien geboren. Nach dem Tode seines Vaters wurde er auf Internats geschickt, das heißt auch noch Christus Hospital, also Christus Krankenhaus und so weiter und so fort. Und er studierte am Jesus College und nach außen würde jeder sagen, ja, da kann doch überhaupt nichts schief gehen. Komischerweise frage ich mich dann, warum der so komische Gedichte dann so textet. Ne? Wenn Kubla Khan hat ja nun mal halt jetzt irgendwie nichts mit der Bibel zu tun. Aber gut, gehen wir weiter. Denn in diesem Gedicht von dem Herrn Samuel Taylor Coleridge heißt nämlich dann eine Vision oder ein Traum, ein Fragment, in Xanadu did Kubla Khan a stately pressure dome decree. Vergleich mit dem Songtext 1:1, Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. In Xanadu did Kubla Khan a pleasure dome erect. Ich würde mal sagen, Treffer versenkt. Also bezieht sich dann eben genau so eine Gruppe von Frankie Goes to Hollywood sowohl auf Nietzsche als auch auf diesen Herrn. Nur mal so von wegen, ach ja, die machen halt einfach nur Musik für Randgruppen oder so. Die sind deswegen so erfolgreich, weil die so einen tollen Beat haben. Nein, die sind so toll, weil die halt genau wissen, was die zu singen haben, damit es die Mehrheit der Menschen so gar nicht versteht, dass es letzten Endes alles antichristlich ist. Deswegen kommen da auch so Sachen vor in diesem Gedicht zum Beispiel von diesem Herrn Samuel hier, A savage place as holy as enchanted, also heilig und geweiht und ach, das ist unglaublich. Ne? By women wailing for her demon lover, also die Frauen, die dann eben dann hier sich verzehren für ihren dämonischen Liebhaber. Ich denke, mehr muss man gar nicht zu diesem Text und diesem Gedicht wissen, dass ein Typ, der tatsächlich jetzt der Sohn eines Pfarrers war, der auf einem Jesus-College studiert hat, dann solche Gedichte schreibt, das spricht doch Bände im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das war aber nur ein ganz kleiner Einschub. Wir machen nämlich jetzt gleich weiter mit der Musik. Der Herr Enger hat gesagt, um eben genau diesen Film zu machen, hat er eine Inspiration gehabt aus einer Halloween-Party. Ach du liebe Güte, das ist ein Ritual, wo eben dann die Druiden der Kelten, die Priesterkaste eben dann um die Häuser gezogen ist und hat dann eben Menschenopfer gefordert. Da kommt der Halloween eigentlich her, hat eben mit Süßes gegen Saures gar nichts zu tun, nur im übertragenen Sinne eben nicht mit Süßigkeiten, sondern eben mit Menschenopfern und heidnischen Ritualen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war seine Inspiration für diesen Film. Er hat dann geschrieben und er hat dann gesagt, kam as your madness, also komm genau wie deine Verrücktheit, also komm wie du halt so bist und nur Verrückte sind eben dann zugelassen und das passt auch zu Herrn Enger, der halt die ganze Brust mit Lucifer tätowiert hat und so weiter und so fort. Und davon gibt es jetzt von diesem Film, der eben
darauf reüssiert, auf diesem Pleasure Dome, gibt es eine Sacred Mushroom Edition. Oh, da gibt es eine nachbearbeitete Version der 1970er Mushroom. Das sind diese Pilze beispielsweise in Ermangelung von irgendwelchen synthetisierten Drogen, zu denen wir jetzt auch gleich kommen. Ich sage, das wird eine sehr, sehr bunte Lesung hier. Da kann man natürlich auch zu einigen Naturprodukten greifen, was man nicht sollte. Aber das nur mal so als kleiner Wink. Deswegen gehe ich da auch nicht näher drauf ein. Interessant ist jetzt wohl, wer hat denn da was zu tun gehabt mit ihm? Ah, sie können nichts dafür. Die können zwar was dafür, dass sie auf ihrem Plattencover, das Decklight Orchestra mit Jeff Lynne, übrigens Best Buddy mit George Harrison, My Sweet Lord, und auch in München produziert teilweise, bei Mac, der auch für Queen und Freddie Mercury produziert hat, also alle kennen sich, dessen Musik von dem Herrn Jeff Lynne, der eindeutig ist, der eindeutig auf der Seite Lucifer steht im Übrigen auch, das kann ich beweisen anhand von einigen anderen Texten, ich glaube, das habe ich sogar in Englisch mal gemacht mit dem Brett, da wurde sein Album genommen, ohne dass er wahrscheinlich da etwas von wusste, oder auch vielleicht dann doch, von dem Herrn Kenneth Anger, und zwar das Album Eldorado. Wo dafür kann, ist, dass er ausgerechnet diese Szene mit den verzauberten Schuhen von Dorothy aus dem Zauberer von Oz auf dem Plattencover hat. Wo er nichts für kann anscheinend ist, dass die Musik von ihm, dem Kenneth Anger, in seinem luziferianischen Spirit so gut gefallen hat, dass er die als Hintergrundmusik einer neu geschnittenen Version aus den 1970er Jahren benutzt hat. Denn dieser Film reflektiert Kenneth Angers tiefe Interesse in Thelema, der Philosophie von Aleister Crowley, die auch nicht so viel weg ist von der Philosophie von Friedrich Nietzsche, auch wenn mich jetzt einige Deutsche vielleicht jetzt hier gerne steinigen würden. Aber beide suchen nach dem Übermenschen, beide suchen halt einfach danach oder streben danach halt, wie Gott zu sein. Und das benutzt auch einige Sequenzen aus einem 1911er italienischen Stummfilm namens ja, ne, Der Hölle, und L'Inferno, also Inferno heißt dann auch die Hölle. Aber gut. Oder auch nicht gut. Ja, das brauchen wir jetzt hier alles nicht. Aber man sieht jetzt hier, doch, brauchen wir doch. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso. Man sieht jetzt hier, das ist einfach eine totale Zusammenwirbelung von irgendwelchen heidnischen Götzen. Ja? Shiva, Osiris, Nero. Also Nero ist jetzt kein Götze. Aber obwohl doch, als Emperor ist er ja gleichzeitig die höchste säkulare und auch geistige Autorität im Staat. Ne? Seit Caesar, und das war vor Christus, und Nero war nach Christus. Das ist da derjenige, der immer Rom burnt. Ne? Also Nero burning Rome. Also die Leute, die vielleicht noch ältere CD-Brennprogramme kennen, die werden immer sagen, ah, Nero burning Rome, ja klar, das ist eine Software. Nein, die Software ist nach Nero benannt, der angeblich Rom angezündet hat. Also er garantiert selber nicht, weil er gibt ja nur Befehle. Und dann das eben jemand anderem untergeschoben hat. Und dann waren es die bösen Christen oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht mein Interesse, aber ich wollte nur anzeigen, guck mal hier, hier steht wirklich alles da drin. Die scharlachrote Frau, Kali, Aphrodite, Isis, Lilith, Astarte, da haben wir so viele verschiedene Kulturen zusammen. Hauptsache, die haben irgendeinen heidnischen Götzennamen. Was ihr hier nicht drin finden werdet, ist beispielsweise Michael, Gabriel, Paulus. Die werdet ihr hier nicht finden. Und Jesus natürlich auch nicht. Das findet ihr hier nicht. Ihr findet nur immer den Gegenpart. Ihr findet nur immer die ganzen Erfindungen Satans in Form von irgendwelchen heidnischen Götzen. Am besten ist natürlich hier Kenneth Anger, der Regisseur als Hekate. Mein lieber Freund Kenneth Anger, du bist überhaupt nicht mein Freund, du arbeitest nämlich gegen uns. Ja, aber sei dir mal gesagt, ja, wenn du letzten Endes schon so dermaßen vernebelt bist, dass du als Mann eine Rolle einer Götzin annimmst, dann muss es aber schon weit her sein mit deinem Mushroom. Die Bemerkung, sagen wir mal, hier gestattet. So, dann haben wir den Pan, dann haben wir noch Ganymed, der auch letzten Endes ein Mond ist und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, hier, Frankie Goes to Hollywood macht die Reminiszenz an Nietzsche, die Geburt der Tragödie. Jetzt geht's aber endlich mit dem Stoff weiter, den ich eigentlich machen wollte. Ich will kein Nietzsche mehr. Aber man sieht hier, dass Nietzsche sich gesagt hat, die Logik in diesen Grenzen um sich selbst ringelt und sich endlich in den Schwanz beißt. Was könnte der Herr denn damit meinen? In den Schwanz beißt und ringelt. Ja, ist ja wohl klar. Ne? Eine Schlange oder damit halt eben auch der Ouroboros oder Ouroboros oder Ouroborol und so weiter und so fort. Also die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt als Symbol der Unsterblichkeit, der Erneuerung, der Wiedergeburt und. Alles Dinge, die letzten Endes dann völliger Unfug ist, denn man braucht überhaupt kein Tiersymbol. Man hat auch einen Mund zum Reden. Noch besser natürlich mit einer Pyramide. Und ein Sonnensymbol. Und ein allsehenden Auge. Aber egal, geht weiter. Jetzt kommen wir nämlich endlich weiter mit Ashra Tempel. Da waren wir ja letztens stehen geblieben. Diese deutsche sogenannte Krautrock-Band, die von den weltbekannten, also die Leute, die sich in dieser Musik halt auskennen, weltbekannten Produzenten Conny Plank.
Der Klaus Schulze, auch einer der weltbekanntesten Instrumentalisten, der übrigens auch Filmmusik gemacht hat, zum Beispiel Silent Running und so weiter und so fort, der hat dann auch eine Solokarriere gestartet, Harald Großkopf. Ich habe solche Platten, ich kenne mich damit einigermaßen gut aus und ich wollte nur damit sagen hier, das ist eine Geschichte, die völlig unter den Fokus und unter dem Radar normalerweise fliegt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, Ashra-Tempel müssen wir machen und ihr werdet gleich sehen, warum. Ashra-Tempel hat ja irgendetwas mit Götzen oder so Verehrung zu tun. Ashram bezeichnet ursprünglich die Einsiedlerei eines indischen Asketen. Jetzt muss man vorsichtig sein. Das Ding ist Anfang der 70er Jahre gestartet, dieses Projekt. Also gerade zu dieser Zeit, wo eben diese ganze Maharishi, Mahesh Yogi und diese ganze indische Geschichte dann hier Fuß gefasst hat. Bezeichnet aber auch Ashram ein klosterähnliches Meditationszentrum, natürlich in Indien, oder einen Ort, an dem Anhänger einer spirituellen Lehre leben und sich unterweisen lassen. Also nenne ich jetzt meine Band Ashram Tempel, dann mache ich was? Dann mache ich doch Tempelmusik, oder? Dann mache ich doch religiöse Musik, wo eben in einem Tempel sich die Anhänger der spirituellen Lehre dann eben versammeln und sich unterweisen lassen. Das ist doch genau das, was Ashram Tempel aussagt. Ja, und da hat man hier auch dann letzten Endes verschiedene Webseiten, die das eben dann so auch bestätigen. Ne? Also die spirituellen Vorträge eines Gurus zum Beispiel, man sieht jetzt hier beispielsweise eins der früheren Symboliken von Ashra, das geht natürlich genau in diese Geschichte mit der Viper da vorne, mit der Schlange, ganz klar. Ne? Die Schlange, die dann angeblich die Weisheit bringt. Ne? Das ist ja das, wo nach viele Menschen streben. Die Weisheit der Schlange ist aber nicht die Weisheit Gottes. Da sieht man den ganzen Symboliken von ihm. Ne? Wir haben auch ein Pentagramm dabei, da haben wir halt den gekreuzigten Mensch sozusagen als humanes Pentagramm, wenn man so wollen. Und aus der Etymologie ist eben Asraman, ein Maskulinum über Neutrum, eine Wortbildung, das eben bedeutet Anstrengung. Und Ashram sagt eben aus, auch der religiösen Bemühung. Oder auch Stadium im Leben eines Brahmanen. Wir sehen also, Ashra-Tempel versucht uns in die indische Mythologie einzuweisen. Ansonsten würde ich ja meine Band nicht so nennen, wie ein Tempel. Gehen wir mal weiter. Das ist Ashra-Tempel Schwingungen. Aus diesem Wort Schwingungen leitet sich eine bekannte WDR-Instrumentalsendung des Moderators Winfried Trenkler ab. Das ist genau der Moderator, den ich immer verehrt habe, in Anführungsstrichen, weil der eben nie gestottert hat und kein Ö gesagt hat, bis ich rausgefunden habe in einem Telefonat mit ihm persönlich, dass er also die ganze Menge stottert und Ö sagt und alles andere nur letzten Endes nachher aus der Konserve gesendet worden ist und alles geschnitten worden ist. Diese Sendung hieß Schwingungen, elektronische Musik, und hatte dann auch lange Zeit ein ganz bekanntes Stück von Ashra als Motto. Und das ist ja jetzt hier noch nicht so großartig Verwerfliches, außer dass die beiden halt irgendwie die Sonne dann halt betrachten. Aber es geht noch viel, viel tiefer rein. Ashra, Tempel. Ne? Tempel, ganz wichtig. In einem Schachbrettmuster, Tempel. Könnte ja schon vermuten, dass es da irgendetwas mit Schach zu tun hat. Denn der Herr Manuel Götsching, der eigentlich hinter Ashra steht, ich weiß nicht, ob das in diesem Skript noch kommt, der könnte euch jetzt wirklich nur den Kopf schütteln. Man könnte auf den ersten Blick meinen, das hat etwas mit Freimaurerei zu tun. Nur, der Herr Manuel Götsching hat Anfang der 80er Jahre ein super bekanntes Stück gemacht in Insiderkreisen, das heißt E2E4. E2E4 beschreibt einen Eröffnungszug im Schach. Und E2E4 ist das Schlusslied jeder damaligen Veranstaltung als Rausschmeißlied sozusagen, wo Leute nur noch gechillt haben, unter Umständen auch zu Drogen. Wisst ihr wo? Nee, wisst ihr wahrscheinlich nicht. In Paradise Garage in New York. Genau da, wo Grace Jones aufgetreten ist. So schließen sich die ganzen Zirkel hier langsam. 1972 hat eben Ashra Tempel eine CD aufgenommen, oder natürlich damals eine LP, ein Longplay, die heißt 7-Up. Alles so schön bunt hier. Mit Pentagrammen und mit der Hilfe und tatkräftigen Unterstützung von Timothy Leary. Ich habe diese Platte gehört. Und ich habe viele in meinem Leben gehört. Aber ich habe sowas noch nicht gehört. Also alleine schon des Gags halber sollte man sich diese Platte, vor allem das zweite Stück, mal anschauen. Beziehungsweise noch besser natürlich anhören. Daher kommt wirklich die Geschichte alles so schön bunt hier. Und das wird jetzt auch gleich herausgefunden werden, wenn ich jetzt die Auflösung verrate, die wahrscheinlich schon einige intime Kenner von Ashra kennen, was es denn mit dieser LP auf sich hat. Das ist der Herr, der sich total freuen kann, der total euphorisch ist. Es hat auch seinen Grund, warum er so ist, wie er ist.
Das haben wir auf dem nächsten Bild. Das ist nämlich wirklich alles so schön bunt hier. Da habt ihr auch den Grund. Da ist nämlich Doktor. Dr. Timothy Reavy und ist PhD. Und schreibt da nicht umsonst LSD. Und ich habe extra unten drunter mir versucht, möglichst schöne bunte Buchstaben zu finden. Und deswegen, das ist mein Paradebeispiel für alles so schön bunt hier. In dem Moment nämlich, wenn Menschen Drogen einwerfen, speziell psycho-halluzinogene Drogen. Und dann höchstwahrscheinlich auch noch Schäden bis zum Ende des Lebens davontragen, wenn sie nicht dann auch dementsprechend dann geschützt bzw. beschützt sind. Deswegen gehen wir jetzt in den Herrn Liebling rein. Was hat der denn jetzt mit einer deutschen Band zu tun? Das ist ein amerikanischer Psychologe, Autor und selbsternannter Guru der Hippie-Bewegung in den 60er und 70er Jahren dafür bekannt, dass er den freien Zugang zu psychedelischen Drugs wie LSD, Mescalin und so weiter propagierte. Also der hat Propaganda gemacht. Und wenn ich da Propaganda für Drogen mache, dann mache ich satanische Propaganda. Ich denke, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er hat ein Psychologiestudium gemacht und so weiter und so fort und hat später dann auch, das ist nämlich genau das Problem, das ist er bei seiner Verhaftung hier, später hat er nämlich dann einige Geschichte gemacht, der ihr hier letzten Endes dann ein bisschen problematisch gewesen. 1965 wurde er bei einer Grenzüberquerung von Mexiko in die Vereinigten Staaten bei Timothy Leary's Tochter Susan Marihuana gefunden, für das Timothy Leary die Verantwortung übernahm. Ist ja schon mal interessant, ne? Wenn die Töchter des Herrn Doktors dann auch, sie selber, ihre Tochter, also seine Tochter, wurde zu 5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, der Vater zu 30 Jahren Gefängnis. Dieses Urteil wurde 1969 vom obersten Gerichtshof aufgehoben und in der Marihuana Tax Act für verfassungswidrig erklärt. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, da müsste ich jetzt recherchieren, da haben wir aber jetzt leider keine Zeit für. Jedoch wurde er, Timothy Leary, im Juni 1970 wegen eines weiteren Marihuana-Deliktes in seinem Auto, wurden nämlich bei einer Durchsuchung 2 Joints gefunden, zu 10 Jahren im Gefängnis verurteilt. Also der Mensch hat dauernd mit Drogen zu tun gehabt. Er hat es ja schließlich auch propagiert. Ja. Mit Hilfe der sogenannten Weatherman gelang im September 1970 die Flucht aus dem Gefängnis. Seine Flucht führte ihn anschließend nach Algerien, wo er bei den Black Panthers Unterschlupf fand. Und nach Konflikten mit eben dieser Black Panthers-Führung floh er weiter in die Schweiz, wo er von jemand anderem unterstützt worden ist. Die Schweiz gewährte ihm kein politisches Asyl, lehnte aber trotzdem eben einen Auslieferungsantrag der amerikanischen Regierung ab und entließ ihn aus einer einmonatigen Haft. Dann ist er weitergeflogen und geflohen nach Afghanistan und dann ist er da ausgeliefert worden und ist er dann bis 76 interniert worden. Und hatte enge Kontakte zu Hollywood. Tja, und warum wohl? Am 21. April 1997, nachdem also er ungefähr knapp ein Jahr gestorben ist, wurden 7 Gramm seiner Asche und Überreste von 24 anderen Personen, unter anderem dem Schöpfer von Raumschiff Enterprise, Star Trek, und einem Weltraumphysiker und einem Raketenentwickler in den Weltraum geschossen. Was sagt uns das? Dieser Mensch muss wohl unendlich bedeutsam gewesen sein, dass er auf einer Stufe steht, zumindest nach seinem Tod, wie der Erfinder von Star Trek. Er hat auch hier interessante Dinge gemacht, also Theorien können von jedem aufgestellt werden und teilweise werden die ja sogar in den Schulen gelehrt, mit einer Neuprogrammierung. Und der hatte einen anderen Ansatz wohl als der Herr Huxley, der eben schon 1953, das ist der mit Brave New World, Schöne Neue Welt, dessen Bruder ja unter anderem die UNESCO geführt hat, die Vereinten Nationen, eben die für Bildung und so solche kulturellen Geschichten dann halt da verantwortlich zeichnen. Also ein ganz, ganz einflussreicher Mensch, also weitaus einflussreicher als ein heute sogenannter Influencer, nämlich der Bruder dessen, der über die Erziehungsrichtlinien der UN zu bestimmen hat. Das ist Aldous Huxley und der hat auch Bücher geschrieben, das sind keine guten, das sind dystopische Bücher. Und der hat auch mit Mescalin experimentiert und seine Veröffentlichungen in dem Text Die Pforten der Wahrnehmung veröffentlicht. Tja, da kann man mal sehen, wir haben hier permanent mit Drogenkonsumenten zu tun. Permanent. Und Leary hat gesagt, dass ein günstiges Setting, also eine günstiges Fundament sozusagen, günstige Gelegenheit entsteht eben, wenn man eben Psychosen durch Psychedelika, also genau durch solche Drogen, dann eben abfedern kann sozusagen. So verstehe ich das jetzt hier. Ja? Der Wirkungsverlauf halluzinogener Drogen. Anstatt die Ursache zu bekämpfen, versuche ich jetzt also mit einer Droge irgendeinen psychischen Zustand zu maskieren oder halt ins Gegenteil zu versetzen, anstatt mal an der Ursache zu arbeiten. Also wo ist er jetzt hier unterschiedlich zu einem normalen allopathischen Mediziner, der einfach sagt, ah, du hast dieses, dann gebe ich dir das Gegenmittel.
Ja, anstatt mal die Ursache zu finden. Ich rede jetzt hier nicht gegen die Ärzte per se, aber ich finde das schon interessant. Leary formulierte in diesem Zusammenhang die sogenannten zwei Gebote für das molekulare Zeitalter. Da muss man ja nicht drüber rätseln, warum er das jetzt so gesagt hat. Er sagt Nummer eins, du sollst das Bewusstsein deines Nächsten nicht verändern. Also du sollst zu Deutsch deinen Nächsten in Ruhe lassen. Du sollst dich da gar nicht drum kümmern eigentlich. Du sollst eben da nichts dran ändern. Und das Zweite ist, du sollst deinen Nächsten nicht daran hindern, sein oder ihr Bewusstsein zu verändern. Also im Prinzip heißen die beiden zusammen gemacht, tu, was du willst und kümmere dich nicht um andere. So sehe ich das zumindest. Und er bezieht sich auch auf Manipulation von Massenmedien, Politiker und Gruppenzwang. Und er war Mitentwickler der Zeitkammer, eines Vorläufers des Floating Tanks. Und da müsste man vielleicht mal Peter Gabel dann befragen. Und er hat noch viele andere Dinge gemacht. Das ist jetzt echt nicht wichtig. Der Typ ist wirklich sowas von nicht nur überzeugt von seinen Sachen, das wäre ja noch die eine Geschichte, aber der Typ ist wirklich dauernd unter Drogen gestanden. Und deswegen kann man sich ja mal vorstellen, welche Ideen und Fantastereien er gehabt hat. Und deswegen will ich jetzt eigentlich mal ein bisschen weiterspringen in dem Skript hier. Ja. Die Auswanderung ins All, sagte Herr Leary, ist für ihn ein logischer weiterer Schritt in der Entwicklung des Menschen, um das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Also damit sind wir völlig im antichristlichen Geist, weil Gott sagt halt, vergeht hin und mehret euch. Und heutzutage wird uns verklickert hier, ey, ihr seid das Problem, ihr emissiert CO2, das ist Kohlendioxid, das ist absolut schlimm. Da geht der ganze blaue Ball hier in Rauch auf, geht gar nicht. Also wir haben Überbevölkerung, das ist völlig gegen die Bibel und das ist auch nicht das, was ich glaube. Und deswegen versucht man eben dann hier mit allen möglichen Tricks den Menschen einzureden, dass sie selber schuld an den ganzen Misere da draußen wären, anstatt denen mal wirklich die Ursache zu sagen, dass die Ursache in der Bibel schon beschrieben wird. Der Ursache ist letzten Endes der Fall des Menschen und damit dann auch klar, dass wir hier in einer gefallenen Welt leben. Und er glaubte sogar an die baldige Überwindung des sogenannten, Zitat, Irrtumtodes durch Kryonik und Biotechnologie und bewusstseinsmäßigen Fortschritt. Also der Mensch hätte, glaube ich, alles gemacht und ist nicht weit weg von den Leuten, die heutzutage alles versuchen, mit Erbgut und alles dann in irgendeiner Art und Weise da zu manipulieren. Ganz, ganz gefährliche Dinge, wenn der Mensch wieder versucht, Gott zu spielen. Das ist alles jetzt hier nur Schmu, das kann weg. Das ist wie eine Fettecke. Aber wird noch interessanter, denn wir haben ja noch nicht erklärt, was es jetzt damit so auf sich hat, mit der satanischen Musikagenda. Und wie gesagt, andere Menschen haben jetzt auch das aufgegriffen. Schließlich war der Mensch ja Doktor und wusste angeblich, was er tat. Und gibt es eben auch Robert Anton Wilson, der gesagt hat, Prometheus Rising, das ist natürlich Lucifer. Und deswegen ist natürlich ganz klar, dass die alle im luziferianischen Spirit sind. So, was hat der Mensch mit der Popmusik zu tun? Da habt ihr John Lennon und Yoko Ono. Yoko Ono, die von sich selber sagt, ja, ich bin eine Hexe. Yes, I'm a witch. Das hat sie selber gesagt auf einem ihrer letzten Album. Und das wissen auch viele, dass sie letzten Endes nicht so ganz lupenrein weiß ist, auch wenn sie da entsprechend gekleidet ist. Im Vordergrund seht ihr nämlich genau diesen Timothy Leary bei der Aufnahme des Songs Give Peace a Chance mit John Lennon und Yoko Ono. Darf man mal überlegen, in welchem Spirit John Lennon und Yoko Ono sind. Was war denn das für eine Situation? Warum haben die denen gebraucht für dieses Lied? Na, sollen wir doch mal eins und eins zusammenzählen? War die Atmosphäre da vielleicht ein bisschen benebelt? Ich gehe nicht mehr in dieses Lied rein, das haben wir schon oft genug gemacht, unter anderem bei Peter Gabriel, gibt dem Frieden eine Chance. Also weiter. Das Musical Hair von 1968 erwähnt ihn, Timothy Leary, in dem Song Manchester, England. Und es finden sich auch noch andere Passagen über ihn. Also wie gesagt, das Musical Hair 1968 ist natürlich ganz klar. 68er Bewegung, auch Summer of Love, Woodstock, Jimi Hendrix, Carlos Santana haben wir ja alle schon gehabt. Alles mit Drogen zu tun. Der Santana hat da oben gestanden vor 10.000 von Leuten und war einfach nur noch Stone und hat irgendwie... Ja, der war völlig neben sich. Aber gut, sind ja viele Menschen und manchen fällt es auch gar nicht auf. Also geht's weiter. Das ist Herr. Entschuldigung für dieses Bild, aber damit ihr mal seht, 1968 in München, sowas geht nur in der Kunst. In der Kunst geht irgendwie alles. Da darf man auch mit Tierblut machen, man darf da alles, in der Kunst geht alles. So, 30 Jahre Haare, also Haare heißt Herr auf Deutsch. Bitte, das ist eine Aufklärungssendung, aber eigentlich aus anderem Hintergrund. Wir wollen über satanische Musik und Medienagenda aufklären. Und die Leute schreiben jetzt hier oder machen jetzt hier so ein Ding in die Luft und sagen, Love is a four-letter word. Liebe ist ein Vier-Buchstaben-Wort. Ja, habe ich unten drunter geschrieben, ein Vier-Buchstaben-Wort? Ja, komisch, ne? Hate ist auch ein Vier-Buchstaben-Wort. Also völlig Unfug. Die Leute haben nur Parolen im Kopf. Das sind Parolen, das ist nichts Eigenes. Ja, und mit Parolen wird also ganz viel Missbrauch getrieben in dieser Welt. Zum Beispiel, yes, we can. Oder
Ja, wir schaffen das. Das Beatles-Stück Come Together zum Beispiel liegt auch ein Song zugrunde, den John Lennon für eine angebliche Gouverneurskampagne geschrieben hat, die Leary in Kalifornien gegen Ronald Reagan führte. Also zwei Schauspieler unter sich sozusagen. Die Moody Blues haben eben auch Nights in White Satin, ein anderes Lied eben gespielt, wo Jimmy Leary benannt worden ist. Give Peace a Chance, da ist auch eine Zeile drin. Jeder redet über John und Yoko, Timmy, Leary, Rosemary, Rosemarys Baby, ja, Tommy Leary. The Who haben drüber geschrieben und zig andere auch. Ja. Und ja, David Mancuso hat auch da in seinem Buch geschrieben, einen Aufenthalt während eines LED-Trips wie ein tibetanisches Totenbuch, Setting und so weiter. Also es ist Wahnsinn, was dieser Typ erreicht hat. Und jetzt geht's genau auf die Verbindung in die deutsche Musik. Und zwar Instrumentalmusik, die ja sowas von völlig harmlos ist. Deswegen hat die Berliner Krautrock-Band Ashra Tempel in 1972 in der Schweiz das Album Seven Up mit Timothy Leary aufgenommen. Bitte mal eben stopp hier. Warum? Warum? Weil Timothy Leary zu dem Zeitpunkt weltbekannt war. Und Krautrock, wird uns immer erzählt, hat eben was zu tun mit den Deutschen, die ja immer als Krauts bezeichnet worden ist, wie ein Sauerkraut. Aber inzwischen, wenn ich mir die Verbindung angucke von Timothy Leary mit LSD-Papst, den selbstbenannten LSD-Papst, und der eben Doktor ist und da mit einigen Drogen rummachte und propagierte, dann muss ich mich langsam mal fragen, was haben die denn da geraucht? Kann Krautrock, weil es eben genau Anfang der 70er in Deutschland hochgegangen ist, nachdem der Vorläufer in den Vereinigten Staaten von Amerika war, kann das nicht eine Mehrfachbedeutung sein, dass es nicht nur die Krauts für Deutschland heißt, Sauerkraut für ein bekanntes, im Ausland bekanntes deutsches Gericht oder deutsche Speise, und auch gleichzeitig für gerauchte Drogen, Kraut, Marihuana. Also ich halte mittlerweile eine Mehrfachbedeutung dafür sehr, sehr wahrscheinlich. Denn die Band Ashra Tempel nahm 1972 in der Schweiz das Album Seven Up mit Timothy Leary auf. Warum denn in der Schweiz? Weil er da geflüchtet war. Deswegen sind die da hingefahren und haben gesagt, Mensch, der Typ ist für uns so wichtig. Da gibt es zwar noch einen Haftbefehl, gegen den die Vereinigten Staaten sucht, den wegen Drogenbesitz, aber das ist uns doch völlig egal. Wir wollen mit dem Musik machen. Das heißt, sie sind da also wirklich dahin gegangen und haben sich jetzt genau den Zeitpunkt ausgesucht, wo der in der Schweiz war und mussten unbedingt und wollten unbedingt mit dem Album aufmachen. Und warum heißt das Ding Seven Up? Na, im nächsten Bild. Denn der Name bezieht sich auf die mit Timothy Leary's LSD-versetzte Limonade der Marke 7-Up, die Bandmitglieder von ihrem Manager Rolf Ulrich Kaiser zu trinken bekamen. Und da ist mich nochmal die Reminiszenz an die Gender-Agenda Nummer 8, wenn ich richtig im Kopf habe, 8 oder 9, da haben wir es auch schon mal benannt. Deswegen heißt dieses Album 7-Up nach der Limonade, die nicht zu empfehlen ist, und natürlich auch danach, dass diese Limonade nicht Limonade enthielt, sondern Limonade zusammen mit LSD. LSD gibt es ja in flüssiger Form. Denn der ist dann gerade im Exil gewesen im Schweiz, das nennt sich jetzt Exil, wo er eigentlich ja da im Gefängnis hätte sein sollen. Tja, und der Name Seven Up kommt eben dann von dem Brian Barrett, der eben dann die Idee gehabt hat, das danach zu benennen. Gut, dann gibt es noch viele andere Suicidal, selbstmordähnliche Tendenzen, also ganz toll. Im Film Cheech und Chong's heiße Träume spielt er einen Arzt, also sich selber. Also Cheech und Chong's heiße Träume geht auch massiv über Drogenmissbrauch, ne, oder Drogen. Und in den 90er Jahren, da gibt es in dem Album Cyberpunk ein Zusammentreffen zwischen Billy Idol, der Name des Programms. Also Billy ist das Idol. Ja, der ist das Idol, denn er propagiert beispielsweise hier die süßen 16, Sweet 16. Hallo Ringo Starr. Der propagiert nämlich, dass also 16-jährige Mädchen so süß sind. Oder vielleicht sind es auch andere 16-Jährige, man weiß es ja nicht. Und er hat ein interessantes Lied gemacht. Und Timothy Leary hat da auch mitgespielt. Aber interessant ist der Herr Idol in einer 2-Minuten-Abfassung über den lauten Rebell. Der Rebell, der einfach nur brüllt. Rebel Yell. Yell ist so ein, ja, so ein, ne? Yield Hello. Also die Band aus der Schweiz übrigens auch, Yellow. Sehr, sehr fantastische, begabte, in Anführungsstrichen, luziferianische Instrumentalisten, die haben auch Yellow sich genannt als ein Yield Hello, als ein gerufenes Hello. Aber gut, Rebel Yell bezieht sich jetzt hier auf einen Rebellen, auf einen Widersacher. Und wer soll es sein? Tja, gucken wir uns den Songtext mal an. Ne? Ich weiß, eigentlich sollte das über Instrumentallied. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist einfach zu gut. Letzte Nacht kam eine kleine Tänzerin, Little Dancer, Tänzerin, kann aber auch männlich sein, zu meiner Tür getanzt. Letzte Nacht kam ein kleiner Engel über meinen Boden gepumpt. Nun ja.
Sie sagte, komm Baby, ich habe eine Lizenz für Liebe und wenn es abläuft, dann bete ich um Hilfe von oben. In der Mitternachtsstunde, ach, da gibt es jetzt so viele Bands, ne, zum Beispiel Madonna, Like a Prayer, In the Midnight Hour, I Can Feel Your Power, Just Like a Prayer. In der Mitternachtsstunde weinte sie, also she, also dann doch ein Mädchen, weinte sie mehr, mehr, mehr oder schreite sie mehr, mehr, mehr. Mit einem Rebellenschrei weinte sie mehr, mehr, mehr und so weiter und so fort. Mehr, 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 mehr. Ich kenne dieses Lied sehr gut. Gibt es auch eine Version von Scooter, ne? Das ist auch nicht besser. Scooter kenne ich übrigens persönlich. Ich habe den mal auf einen Auftritt gesehen. Da kam der Abteilungsleiter des Etablissements zu mir und gesagt, der kann gar nicht auftreten. Der hat schon 2 Flaschen Korn intus und boah, der konnte auftreten. Gut, geht weiter auf der nächsten Seite. Sie mag keine Sklaverei, sie wird nicht sitzen und betteln. Wenn ich müde und einsam bin, dann möchte sie mich ins Bett haben. Wer hat dich denn befreit und dich dazu gebracht, Baby und so weiter, in der Mitternachtsstunde und so weiter und so fort. Er lebt in seinem eigenen Himmel. Komisch, wen meint er denn damit? Tja, von 7-Eleven habe ich jetzt im Augenblick keine Reminiszenz, müsste man mal nachgucken, aber das wird jetzt alles untergehen in dem, was auf der nächsten Seite kommt. Da wird es nämlich ganz fies rot. Ich würde meine Seele für dich verkaufen, Baby. Das ist mitten ins Gesicht. Das ist Billy Idol, der sich selber zum Idol hat stilisieren lassen. Hätte sich ja auch irgendwie einen anderen Songtext aussuchen können, finde ich. Weiß nicht, wie er das sieht. Aber er hätte ja letzten Endes auch über ganz tolle Sachen schreiben können. Aber dann wäre er ja letzten Endes nicht weltbekannt geworden. Ich denke mal, Billy Idol, naja, also ich denke mal so, der ist nur wirklich weltberühmt. Und ich meine, wenn ich schon meinen eigenen Namen, meinen Künstlernamen schon Idol nenne und selber heiße William Michael Albert Broad, dann will ich ja ein Idol sein. Ne? Ansonsten macht der Name ja wenig Sinn. Also ist der Name Programm. Der Text übrigens ist anscheinend geschrieben worden von Steve Stevens. Der ist wiederum bekannt als Gitarrist für ihn, aber auch für Michael Jackson und Robert Palmer. Und hat auch die Mitarbeit gemacht zum Soundtrack des Films Top Gun, der eben mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Ja, Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, also ist alles wieder negativ. Ne? Furcht, Tod, Teufel. Das ist Tom Cruise, seines Zeichens ein Scientologe. Also jemand, der versucht, euch auf die andere Seite zu ziehen, egal wie die andere Seite jetzt nur aussieht. Ne? Aber jemand, der versucht, mit psychologischen Tricks da zu arbeiten. Das macht Scientology. Ich habe mit den Jungs mal 10 Minuten zu tun gehabt. Gut, dann machen wir weiter. Leary war außerdem der Patenonkel von Winona Ryder und Uma Thurman. Ich habe ja schon gesagt, für eine sehr bunte Lesung. Das ist die Dame, wenn sie eine wäre, die Kill Bill gemacht hat, die da mit dem Schwert steht und einem komischen gelben Trainingsanzug mit schwarzen Streifen, was nur eine Reminiszenz sein kann an Bruce Lees Spiel des Todes. Game of Death, das übrigens sein letzter Film war, der erst dann zusammengeschnipselt worden ist, nachdem er schon längst gestorben war, aus geklärten Umständen übrigens auch. Also es gibt immer viele Leute, die sagen, nein, es ist völlig ungeklärte Umstände. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es absolut geklärte Umstände sind, aber das ist vielleicht eine separate Lesung. Aber da seht ihr mal, Kill Bill links und rechts ist eben Game of Death. Also bitteschön, der eine ist nicht schlechter als das andere. Ne? Es ist letzten Endes jetzt hier nur eine Reminiszenz, dass Frauen genauso hart und tödlich sind wie Männer. Das ist Uma Thurmans. Das ist zumindest die Botschaft dieses Films. Das kann ja nur eins bedeuten, das Motto, ja, Kill Bill, ich hoffe mal, dass zu dieser Zeit wohl nicht Bill Clinton gemeint war, aber wie auch immer. Ne? Also damit ihr seht, so weit reichen die Verbindungen von Herrn Leary, also von den Beatles, beziehungsweise John Lennon, bis hin zu Uma Thurman, ne? Alles mit Timothy Leary. Und wenn ich nochmal sage, 7-Up, da kommen wir jetzt gleich zu, 7-Up von Ashra, ein ganz, ganz bedeutendes Album, wenn man schon in die Schweiz fährt, um unbedingt mit dem LSD-Papst dann LSD zu trinken und dann Musik zu machen, dann ist man nur wirklich seinem Metier absolut verfallen. Kann ich nicht anders sagen. Das ist immer noch Timothy Leary hier, denn sie wussten, was sie tun. Also es ist alles natürlich biblische, ich weiß nicht, ob das der original deutsche Titel ist, Spiel des Lebens, neurologisches Tarot. Das ist, wir brauchen da gar nicht drüber zu gehen, wenn der Verlag schon Sphinx heißt, wissen wir ja schon Bescheid. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Geplänkel hier und dann geht es nämlich weiter, zum Glück, mit Ashra. Er sagte, Timothy Leary, finde ein Sakrament, das dich zu Gott bringt und zu deinem eigenen Körper, gebe dich hinaus, verwandle dich und bleibe wiedergeboren, drücke es aus. Also ihr seht schon, es kommt alles aus dieser ganzen Reinkarnationsgeschichte und so weiter. Das ist alles letzten Endes hat mit Drogen zu tun, mit Reinkarnation zu tun und wo das alles endet. Frag mal den Herrn George Harrison. Hare Krishna, Hare, Hare und so weiter. Und so. Das ist nichts anderes, nur halt auf LSD.
Jetzt kommt hier ein Artikel aus der Welt. Über noch Timothy Leary, meine Güte. Zitat. Er kopulierte mit dem Teppich und schrie, Zitat, ist nur ein Zitat, der Allmächtige weiß, dass ich das jetzt nur zu Aufklärungszwecken sage, ist Gott nichts anderes als Sex? Fragezeichen. Ja, der Mensch war völlig neben der Spur. Aber völlig neben der Spur. Zumindest neben der biblischen Spur war der völlig. Deswegen haben wir also so ein paar interessante Sachen, die wahrscheinlich hoffentlich zumindest im Rahmen dieser musikalischen Agenda abschreckend genug sind. Ich weiß nicht, wie deutlich, dass man noch sagen muss, dass dieser Mensch letzten Endes nur für sich gelebt hat und nur maximalen Spaß und Ruhm gesucht hat. Wenn er schon, naja. Das ist ein Originalartikel aus der Welt. Veröffentlicht am, guck, 30.05.2020. Viel aktueller ging es nicht. Ein Held. Ja. Für US-Präsident Nixon war er zu mischend durch, zumal der gefährlichste Mann Amerikas. Naja, kenne ich andere. Aber gut. Psychologie, Drogen und Esoterik. Ja, genau da kommt ja natürlich auch die Psychedelic Rock auch erstmal her. Und da kommt natürlich auch ein Großteil des deutschen Krautrocks her. Ist aber ganz klar. Die Einflüsse, die wir in der Musik haben, kommen oder kamen ja zum großen Teil immer entweder von der englischen Insel oder halt aber auch direkt von den Vereinigten Staaten. Denkt mal an Rock'n'Roll, denkt mal an die Beatles in England und so weiter und so fort. Was hatten wir denn hier in den 60ern an deutschen Gruppen? Ja, Peter und Conny oder was? Nein, Heintje. Also, ja, Mama! Ja. Naja. Also von daher, die Weltmusik in Anführungsstrichen, zumindest die erfolgreiche Musik, kam dann definitiv aus den englischsprachigen Ländern. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen. Also gucken wir uns das kurz nochmal an, bevor wir endlich zu Ashra kommen und damit Ashra auch abschließen können. Ja, das ist jetzt alles nicht wichtig. Psychedelic Rock, psychedelische Droge, passt zu psychedelischer Musik. Fragt einfach den Syd Barrett von Pink Floyd, wenn er denn noch leben würde. Ja, ich weigere mich, den Satz vorzulesen. Seht euch das an, was der hier tatsächlich, was hier Leute denn zum Ausdruck bringen. Hier. Ein Theologe schimpfte im Rausch. Also bitteschön, das heißt, dass der Typ Drogen genommen hat. Ja? Wenn das alles so stimmt. Ich weiß ja nicht, wie gut die Recherche ist von der Welt. Ich bin ja manchmal von der Welt und von der FAZ nicht so ganz begeistert, wie ihr wisst, wenn ihr die Titanic-Lesung beispielsweise verfolgt. Das. Und der Typ hat ja so studiert in Harvard. Mal dazu. Also ist alles jetzt kein Qualitätskriterium. Eine der wichtigsten Figuren der Hippie-Bewegung. Auf den nächsten Seiten kommt etwas Interessantes. Da ist er vor seinen Anhängern, ich versuche ein wertneutrales Wort zu finden, vor seinen Anhängern. Ja, Anhängerinnen, auch gut. Ja. So. Allein dieses Foto zu deuten, könnt ihr jetzt schon nach 163 oder 162 Ausgaben. Das ist klar, was es bedeutet. Ne? Anderer Bewusstseinszustand, spirituelle Geschichten. So, und ich meine, das ist auch klar, was es heißt. Ne? Mehr ins Gesicht geht's nicht. Das sind alles Akademiker. Ne? Finde ein Sakrament, das dich zu Gott bringt und so weiter und so fort. Also das ist alles... Ja, der Typ ist Propagandamensch. Deswegen guckt er auch nicht, der hat andere Hintergründe. Der, ja, ich finde es einfach nur wichtig, aufzuklären. Und alles andere ist mir eigentlich da jetzt nicht so wichtig, außer aufzuklären. Die armen Menschen, die darauf reinfallen, genau dieselben Menschen, die dann auf andere Gurus namens Osho und so Bhagwan und so weiter reinfallen. Es ist unglaublich. Also es ist unglaublich, wie oft Menschen Menschen folgen, anstatt Menschen einfach Gott zu folgen. Aber klar, wenn man nicht natürlich mein eigener Gott sein will und da kommt ein anderer Mensch und sagt, ja, ich zeige dir, wie man dein eigener Gott sein kannst, dann glaubt man den vielleicht. Ne? Seine Fans ließ er 1996 auf seiner Webseite beim Sterben zusehen. So wichtig hat sich dieser Mensch erachtet. Also irgendwie sehe ich in ihm ein bisschen Nietzsche. Das kann ich nicht anders sagen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt wieder den Bogen zurückfinden, gleich zu Ashra Tempel. Der Mann, der Tabus brechen wollte. Ja. Mach mal schnell weiter, weil ich bin jetzt eigentlich leid mit ihm. Ach, kommt noch mehr. Ja, also die Harvard-Jahre. Also über ihn werden Bücher geschrieben. Der ist super bekannt. Neurologik. Auch heute noch.
auch heute noch. Ne? Und das Foto fand ich besonders gut. Alles so schön heidnisch bunt hier. Ne? 666, Zeichen des heidnischen Gottes. Als wenn der das nicht wüsste. Hm? Seven Up wird natürlich einer abwärts gerichteten Pyramide des Todes. Ja, wunderbar. Von jetzt an ging es bergab. Aber ist alles so schön bunt. Klingt alles ganz gut. Ne? Genau, die Limonade. Ja, jetzt kommt die Alarmsirene über Timothy Leary und eigentlich besteht der Mensch nur aus Alarmsirenen. Der Harvard-Professor, der eben der Hohepriester, da haben wir schon wieder die Religion drin, das ist aber nicht seine Sache, sondern die Sache der Zeitschrift, die das jetzt hier verbrochen hat, der Hohepriester von LSD. Was natürlich ein bisschen irreführend war oder ist, weil er natürlich jetzt derjenige nicht ist, der es jetzt erfunden hat. Unter dem Genre Krautrock wurde ab Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre Rockmusik primär westdeutscher Bands eingeordnet. Klassische Krautrock-Bands, also deutsche Bands. Ne? Sauerkraut angeblich. Haben wir schon mal gesagt, nein, für mich hat es auch einen Drogenhintergrund, weil wenn man sich die Anfänge von Krautrock anguckt, das ist sehr experimentell und Musik. Ist das so die Zeit, muss ich mal eben fragen, wo Gruppe wie Scorpions oder so gegründet wurde? Weil wenn das um westdeutschen Rock geht, dann denke ich eigentlich vor allen Dingen an die Scorpions, die ja, glaube ich, international, also in anderen Ländern ja bekannter sind als in Deutschland selber fast, ne? Ja, in den USA sind die auch sehr, sehr massiv. 1972 sind die gegründet worden. Ah, dann gehören die ja dazu, ne? Ende 60er, Anfang der 70er. Ja. Ja. Wobei ich natürlich jetzt hier sehr viel mehr so in Richtung Alternativ. Das Scorpions ist ja doch so mehr, mittlerweile Mainstream, ne? Aber hast du natürlich durchaus recht, ne? Naja gut, die haben ein paar Lieder, die ziemlich Mainstream sind, aber ich glaube, ihr gesamtes Repertoire umfasst sicher 100 Songs. Davon sind vielleicht weniger als 10% Top-10-Material. Ein paar natürlich sehr bekannte, ja. Love You Like a Hurricane. Mhm. Ja, oder auch dieses... Wind of Change. Ja, Wind of Change. Also, das ja unglaublich passend kam, 1989, ne? Also, ne, das kam, glaube ich, 1989 raus, glaube ich, ne? Das war auf jeden Fall später, ja. Das kam irgendwie nach der Wende, nach der sogenannten Wende, ja. Ja, mhm. Irgendwie fast gleich, zeitgleich. Also, als ob das einer geskriptet hätte, kam das da raus. Mhm. Ja, und dann war dieses eine da irgendwas mit Love im Titel, da diese Schnulze da. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das muss irgendwann 85 oder 86 gewesen sein oder so. Mhm. Da hatte ich damals eine italienische Freundin und die fand das Lied so toll. Und ich auch. Und dann haben wir einen Briefwechsel da drüber geschrieben. Mhm. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, aber deswegen dachte ich, dass die Gruppe wohl auch dazu gehören würde. Weil also Wind of Change ist geschrieben worden im September 1989. Die sage ich doch, 89. Ja. Das kam kurz raus zur Zeit wirklich, wo die Mauer fiel. Weil das war am 1990 auf 9. Dem November. Praise World. Ja. 9-11, ne? Ja. 9-11 auf Deutsch, ja. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja. Also angeblich kommt das Wort Kraut von Sauerkraut von dem Album Mamadül. Gibt es ja auch so eine Band, die heißt Amandül und ihre Sauerkraut-Band. Aber wie gesagt, das ist alles die offizielle Erklärung. Machen wir mal weiter. Ja, Synthesizer-Technik ging ja dann los, Anfang der 70er Jahre, mit so Keyboards, teilweise mit selbstgebauten, wenn man an Kraftwerk und solche ganzen Experimentalsachen mal denkt. Und auch jetzt durchaus mit internationalen Künstlern. Einer, der hier nicht bei ist, ist Bo Hansson. Ein skandinavischer Künstler, von dem auch bekannt ist, dass der also nicht clean war, währenddessen er da gemacht hat. So, und das ist letzten Endes jetzt so, dass du immer zurückscrollen müsstest, 3 Zeilen bitte. Genau. Ja. Und die Grundtendenz ist komplexe Strukturen, enge Verwandtschaft zu Prog-Rock und Jazz-Rock. Und viele Musiker haben eben damit Synthesizer experimentiert. Can, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Ashra Tempel, die möglicherweise den Welterfolg für Kraftwerk gelegt haben. Das ist noch ein relativ harmloses Cover von Kraftwerk. Kraftwerk kommt auch später noch ganz kurz, aber nicht jetzt, weil wir sind immer noch bei Ashra Tempel. Also, das sind bedeutende Vertreter. Ich habe ja schon eben benannt, Amandül und so weiter. Da kannst du eben runterscrollen. Da gibt es so 2, 3 Bekannte, die man heute vielleicht auch noch kennt irgendwie. Can kennt man, Eloy kennt man, Grobschnitt, ganz bekannt hier in der Ecke. Vater Schmidts Wandertag, wunderbares Lied. Oder Silent Movie, ganz wunderbares Instrumentalstück. Hölderling, ganz bekannt, Guru Guru bekannt, Kran, ganz bekannt eigentlich jetzt hier, Tonsteine Scherben, ist klar, ne? Rio Reiser, ne? Tonsteine Scherben. Da war doch mal
eine, stopp mal eben, Tonsteine, Scherben, das ist doch da, wo diese Dame da im Management war, fällt mir doch gerade ein, wie hieß sie denn noch, die ist ja jetzt Vizepräsidentin, ne, des Deutschen Bundestages. Mensch, das ist doch Rio Reiser hier, das kenne ich doch, genau, Rio Reiser. Die hieß doch Claudia Roth. Ja. Ja, genau, Claudia Roth. Ja, der Alt-F-Ton, Steine, Scherben, genau. Die war 82 Managerin der Politrock-Band Ton, Steine, Scherben um Rio Reiser und lebte während dieser Zeit mit ihrem Freund, dem Keyboarder und so weiter, in einem Bauernhof und so weiter. Und die ist heute, ja, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Da kann man mal sehen. Ne? Also man sollte in die Rockmusik rein, dann hat man große, große Karrieren. Hier haben wir eben Manuel Götsching von Aschra Tempel, Kraftwerk. Eberhard Schöner, sehr bekannt, Klaus Schulze, sehr bekannt, Tangerine Dream, das sind Weltstars. Ne? Tangerine Dream hat Millionen Platten verkauft, vor allen Dingen auch mit Filmmusik. Kommen wir auch noch später zu. Mal weiter. Ist das warm hier drin? Ja. Das sind andere Sachen, die Aschra gemacht hat. Dagegen ist erstmal nichts einzuwenden, wenn die Dame nichts dagegen einzuwenden hatte. Das sind die Inventionen, die Erfindungen für elektrische Gitarre, ein wahnsinnig tolles Album. Also auf diese Töne kann man nicht kommen, glaube ich, wenn man so wie ich ist. Aber wenn man so wie Aschra ist, wie der Manuel Götsching, der garantiert ein begnadeter Musiker ist, der hat ganz tolle Sachen gemacht. Aber wir haben ja jetzt ein paar Hintergründe, warum das macht. Und vor allen Dingen, seine Band heißt immer noch Aschra Tempel. Seine Band hat etwas mit Religion zu tun. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Maus kann auch nichts dafür. Wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, ne, hier Kristall und so weiter, das hat eben alles nichts so mit normalen Dingen zu tun. Dann liegt nämlich meistens auch die Gefahr da drin, dass man anhand schon des Plattencovers, was heißt die Gefahr, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dass man anhand des Plattencovers schon erkennen kann, in welchem Mindset der Musiker gewesen ist oder worum es denn da bei diesen Melodien überhaupt geht. Ich meine, da liefert ja bitteschön erstmal das Cover den Hintergrundinformationen zu. Ne? New Age of Earth, also das neue Zeitalter der Erde. Klar, Blackouts habe ich auch, ne? Also wenn man einen Blackout hat, dann ist das nicht wie Helmut Kohl, der dann plötzlich nicht mehr wusste, oder wer war das, Blackout? Da war doch mal ein Politiker, der erzählt hat vom Blackout. Ah, wer war denn das nochmal? Politiker, Blackout, war das Helmut Kohl? Nee, das war doch unser Finanzminister, ne? Das war doch Blackout, boah, Blackout-Politiker. Das ist Politiker. Oh Gott. Doch, Helmut Kohl, da, sag ich doch. Er hat wohl einen Blackout gehabt. Aha, Moment, Blackout, ich will das... Da ging es doch um die 100.000 Mark, die irgendwie verschwunden waren, oder was? Das war von dem Waffenhändler, von dem Schreiber oder sowas, ne, unter dem Roll... Ja, genau. Kohl hatte wohl einen Blackout gehabt, genau, hat Heiner Geißler gesagt. Heiner Geißler, ein super intelligenter Mensch gewesen. Ich glaube, der lebt nicht mehr, ne? Kohl hatte einen Blackout gehabt, tja, naja. Ja, wenn ich einen Blackout habe, dann nehme ich mir auch immer 100.000 Mark, die irgendwo liegen. Ja, das ist egal, was es ist, also... als Politiker hast du keinen Blackout zu haben, ansonsten bist du nicht tragbar. Ganz einfach. Ja? Wenn du dann sagst, habe ich einen Blackout gehabt, also da kommst du ja mit allem durch. Ja? Oh, ich habe jemanden umgebracht, ich habe einen Blackout gehabt, oder wie? Also ich meine, Entschuldigung, da bist du nicht zurechnungsfähig. Ja, dann kriegst du meinetwegen mehrere Umstände, aber dann bist du garantiert als Bundeskanzler nicht unbedingt tragfähig, ne? Finde ich zumindest jetzt hier. Ja, aber ich will dem Herrn Heiner Geißler nichts. Ich glaube sogar, ich habe den mal live gesehen irgendwo. Genau, der ist gestorben 2017. Genau, ich will ja nichts Falsches hier sagen. Ja, weiter geht's mit Aschra Tempel. Die letzten Seiten von Aschra Tempel, das haben wir schon gesehen. Ja, und jetzt machen wir noch eine kurze Geschichte für Tangerine Dream. Tangerine Dream kennen wir woher? Ja, von David Bowie, ne? David Bowie hat doch in dieser Wohnung da von, glaube ich, Edgar Fröse in Berlin, wo Tangerine Dream ja herkommt, da gewohnt in seinen Zeiten, wo wir uns in dieser Folge da eben benutzt haben. Stopp mal, bitte, nee, nicht so schnell. Oben drüber steht das. Nochmal oben drüber. Ja, achso, David Bowie-Folge, genau. Da hat eben David Bowie in Berlin gewohnt und hat dann eben in dieser Folge, die wir gemacht haben, satanische Musikagenda, Heroin, Rum, Bier, glaube ich, und so weiter, da müsste es gewesen sein. Da ist er in ein Haus eingezogen, von Edgar Fröse. Also hat auch der David Bowie mit Tangerine Dream zu tun. Was machen die für Symbole da auf der Bühne? Und ganz viel Milch getrunken, ne? Das ging ganz viel Milch, ja. Drogen, ja. Ging doch mit ganz viel Milch zusammen, meine ich, ne? Genau, genau. Ja, und der hat ja dann später dann auch über Heroin und alles, ne, klar. Und die Welthauptstadt des Heroins, sagte ja noch David Bowie, wenn wir uns daran erinnern. Und ja, ich sage jetzt mal, ich unterstelle jetzt den Leuten ja nicht, aber Tangerine Dream ist eine weltbekannte Band. Ich weiß nicht, ob die 10 Millionen Platten verkauft hat oder mehr, aber das ist
wirklich eine Hausnummer in diesem Instrumentalbereich, Tangerine Dream. Der Brad Norman kennt die zum Beispiel sehr gut. Also es gibt wenige Bands, die aus Deutschland kommen und Instrumentalmusik machen, die wirklich in den Vereinigten Staaten Fuß haben, fassen können. Und Tangerine Dream ist damit die Speerspitze. Gut, gucken wir uns das ganz kurz noch an. Naja, sehr farbenfroh. Man kann auch, naja, gut, also viele werden jetzt sagen, was hat er denn damit? Ja, das habe ich damit. Guck mal hier, die Verführung alleine schon mit den Musiktiteln ist. Stratos 4 heißt dieses Album aus Anfang der 70er. Ich habe dieses Album. Aber Stratos 4 ist normalerweise die Stratosphäre. Die schreibt sich mit PH und nicht mit F. Das, was jetzt hier ist, ist ein Wortspiel und heißt jetzt hier die Angst vor Strato. Also, das hat nichts mit der Stratosphäre zu tun. Das hat eben nichts in irgendeiner Art und Weise jetzt mit irgendetwas Biologischem zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Das hat damit zu tun, dass es irgendetwas mit Angst zu tun hat. In der Stratosphäre bezeichnet man normalerweise die Schicht der Erdatmosphäre zwischen 11 und 50 Kilometer Höhe. Also da, wo ja hier beispielsweise unser Red Bull-Segler da runtergesprungen ist, ne? Der eben da, das kommt den Namen nicht, aus der Schweiz. Wie heißt er denn nochmal? Ach nö. Jetzt habe ich so einen Fluss gehabt und jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt denn der nochmal? Ist doch wurscht. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, über den, der da so gesagt im Weltraum ausgestiegen ist. Ja, genau. Hey, auf jeden Fall. Ich find hier viel wichtiger die Titel. Stratos 4 hast du ja gerade erklärt, aber dann kommt The Big Sleep in Search of Hades, also der große Schlaf auf der Suche nach der Hölle, weil Hades ist ein anderes Wort für Hölle. Ja, und stopp, The Big Sleep ist doppeldeutig. Ne? The Big Sleep hat eine eigene Bezeichnung. Es gibt einen Film mit Humphrey Bogart Anfang der 40er Jahre, die auch noch reinkleben können. The Big Sleep heißt eigentlich der Tod. Ne? Ja, natürlich. Ne? Der große Schlaf ist natürlich dann der Tod. Mhm. Das ist der Schlaf, auf dem du so schnell nicht aufwachst. Ja. Und dann der nächste Titel, 3 a.m. at the border of the marsh. 3 a.m., da denke ich an 3 a.m. Eternal von dieser Kultband da, wie heißt das noch da? KLF, genau. Kings danke. Of the Low Frequency. Ja, danke, dass du mir da eben unter die Arme greifst. Ja. Und ich kann nicht anders, Eminem. Mhm. 3 a.m. hat der ein Lied rausgebracht aus einer seiner, ich glaube, das war die CD, wo er so gesagt aufgewacht ist aus diesem System. Ja, danach ist er ja wieder zurückgefallen in dieses System. Das war ja alles nur Spielerei. Aber eins dieser Lieder war ist da auch 3 a.m. bei ihm, weil 3 a.m., wo er da Mord begeht und solche ganzen Sachen. Also 3 Uhr morgens scheint ja eine unglaublich interessante Zeit zu sein. Da kommen wir jetzt genau und, zu. Und, ja, ich möchte ja auch mal ein bisschen sagen, was ich so denke. Und das ist ja merkwürdig, dass das 3 Uhr morgens geht, weil 3 Uhr nachmittags ist nämlich der Zeitpunkt des Todes Jesu Christi am Kreuz. Ja, welches auch genau der Grund ist. An der 9. Stunde des Tages. Und genau umgekehrt ist er hier halt 3 a.m., also morgens um 3. Also da muss man doch mal irgendwelche Verbindungen legen. Und ich mache das jetzt, nur bei ich mach das jetzt, weil ich hier so müde bin und doch noch ein bisschen aufpasse. Aber selbst das fällt mir jetzt auf. Aber Das ist nur mit den Musiktiteln, die völlig harmlos klingen, bei dem Mandarinentraum, bei Tangerine Dream heißt Mandarinentraum, Stratosphere, in jedem Titel, der hier drin ist, der ist mindestens doppeldeutig. Mindestens. Ja, hier geht es nicht um Angst, hier geht es nicht um Tod, hier geht es nicht um eine Uhrzeit, hier geht es nicht um eine Grenze und hier geht es um unsichtbare Grenzen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und bei Stratosphere denkst du im ersten Augenblick an die Stratosphäre. Die hat aber nichts damit zu tun. Hat übrigens der Mensch, den ich eben meinte, war Felix Baumgartner. Hm? Genau, ja, stimmt. Gut, okay. Geht mal dann weiter. Weil wir sind jetzt gerade so im Fluss drin, das machen wir eben noch 5 Minuten. Stratosphäre, ja, aber steht. Nicht mehr viel länger, wir wollen ja noch eine Sendung machen. Nein, ich weiß. Okay, ja komm, dann schenken wir uns das. Dann müssen wir den Cliffhanger machen, denn KLF kommt ja auch noch. Ach komm, ja, das machen wir doch nächstes Mal. Dann sind die Leute doch gespannt und sagen von, wow, ja, da will ich auch gerne. Ey, KLF, da habe ich mir damals sogar das Album von gekauft. Das fand ich so tolle Musik, ne? Boah. Ja, ich finde das wirklich erschreckend, sagen wir mal. Wenn man wirklich jetzt mal die Sachen sich anguckt, hier von Ashra Tempel mit Timothy Leary, von Tangerine Dream mit ihren ganzen Anspielungen, ja. Also ich denke, ich hoffe zumindest, dass wir mit dieser Serie Leute wirklich hinterm Ofen hervorlocken können. Die Leute, die vorher gedacht haben, von wegen, ja gut, Kiss oder so, aber doch nicht meine Lieblingsband. Ja.
Und deswegen war es mir wichtig, genau solche Sachen mal zu beleuchten, solche Außenseiter, wo die Leute sagen, ja, komme ich da nie drauf. Ne? Deswegen machen wir nächste Sendung dann weiter mit Flaming Bess. Flaming Bess? Was ist das denn? Das erklären wir euch in der nächsten Sendung. Werden wir in der nächsten Sendung klären. Genau. Das war Satanische Musikagenda Nummer 163. Nicht wie irrtümlich gedacht 164. Nein! Bleibt am Schirm! 164 kommt jetzt gleich. Und bis es soweit ist, müsst ihr eins tun. Eure Bibel lesen. Auch wenn wir heute keine Bibelzitate hatten. Es ist unglaublich wichtig. Denn wenn man Jesus Christus kennt, dann kennt man auch den Antichristen. Die Verkörperung des Antichristen hier auf dieser Erde ist der Papst als oberster Priester der römisch-katholischen Kirche. Er nennt sich zwar offiziell der Stellvertreter Jesu Christi, er ist aber in Wirklichkeit der Stellvertreter Satans hier auf dieser Erde. Satan, dessen Musikagenda wir hier besprochen haben. Genau deswegen müsst ihr immer eure Bibel lesen und euch darin unterrichten und euch da eure Weisheiten und eure Erkenntnis draus holen. Denn nur die Erkenntnis, Entschuldigung, die Erkenntnis aus der Heiligen Schrift ist die einzige Erkenntnis, die euch wirklich hilft, die Dinge so zu verstehen, wie Gott sie gemeint hat. Wie der Teufel die Dinge meint, das müsst ihr nicht wissen. Ihr müsst wissen, was Gott meint. Ihr müsst wissen, wovor Gott euch warnt. Ihr müsst wissen, dass Gott euch so lieb hat, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn geschickt hat, um für euch zu sterben. Und dass ihr, wenn ihr sein Geschenk annehmt, das ewige Leben durch ihn bekommen könnt. Und dann wird euch solche Sache wie diese ganze Musik, die wir hier besprechen, überhaupt nicht reizen. Im Gegenteil, das nächste Mal, wenn ihr irgendwo seid und im Radio läuft Musik und ihr habt die Möglichkeit, es abzuschalten, werdet ihr zum Radio eilen und es ausschalten, weil euch das, ganz profan gesagt, auf den Keks geht, weil ihr das nicht mehr hören könnt, weil ihr sagt, ich will von diesem Mist nicht weiter indoktriniert werden. Ich will von dem schmalen Pfad, der zum Herrn und zum ewigen Leben führt, nicht abweichen, auch nicht durch schöne Klänge. Deswegen lest eure Bibel. Maranatha.